Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge unseres D-Sims 3 Let's Plays mit der 100 Baby Challenge in der zweiten Generation. Hier die Omi mit ihrem Sohn beim Frühstücken, hinten der Gatorade-Fall. Wir haben da aber ein paar schreiende Kinder. Da muss Polly sich wahrscheinlich drum kümmern, denn Freya schläft noch, ist aber auch bald hoch, muss aber auch los, um eine Rufmordklage einzureichen. Was hat ihn denn da vor? Und was machen wir mit ihm am Wochenende? Du brauchst nicht aufräumen. Du kannst mal benutzen gehen. Die Kiddies sind ja nun in Verantwortung eigentlich von Freya mit ein bisschen Unterstützung von Polly. Vielleicht übernimmt Polly aber auch die Betreuung jetzt für den Vormittag zumindest erstmal selbst, damit Freya möglichst schnell los kann. Harry, du brauchst dich da aber nicht kümmern. Du kannst auch Pilzomelett essen. Während die Omi sich jetzt um die schmutzigen Windeln kümmert. Schmutzige Windel wechseln, kuscheln. Du kannst auch noch Pilzomelett essen. Und dann, was machen wir mit den anderen dann? Du kannst Kate danach ins Kinderbett legen. Dann ist Jason dran. Du möchtest hier Freunde fürs Leben werden. Hast ansonsten keinen speziellen Wunsch. Du möchtest dich bitte der Verlobten treffen, zum Winterfest gehen, musst aber auch noch das Schulbuch lesen. Das heißt, du gehst erstmal in die Bibliothek und hinterher kannst du ja tatsächlich zum Winterfest. Während unser wahnsinniger Exzentriker, der hasst auch noch die Natur, und ist Stubenhocker. Der würde doch am liebsten hier bleiben, so wie ich das sehe. Ja, ihn. Mit dir weiß ich gar nichts anzufangen, muss ich ehrlich sagen. Kannst du schon alle Instrumente? Gitarre. Bass, Schlagzeug. Dann geht auch noch ein bisschen Klavier spielen. Ian Poff hat die Grundlagen des Klaviers begriffen. Die Omi ist weiter dabei. Harry würde gerne das Rezept lernen. Du, Judister, kannst aber jetzt, hast du das Schulbuch im Inventar? Ja. Hast du eigentlich deine Hausaufgaben erledigt? Ja. Du wirst zur Bibliothek fahren. Never Cluna. She knocked.
lecker. So, bei dir? Du kannst erstmal duschen, danach noch. Hufeisenfeld kaufen, Pilzomelette zubereiten, ja, vielleicht. Du würdest gerne mit einem Baby im Schaukelstuhl schaukeln, dann kannst du doch hier noch mit Linda ein bisschen schaukeln. Oh, Chichi Blana. Harry ist in der Bibliothek angekommen. Kann sich da hinsetzen und dann Brillanz lesen. Okay. Denn damit müsste es den Kiddies ja durch die Bank, ne? Irgendwann kriegen sie wieder Hunger. Aber ihnen geht's erstmal gut. Lass die Teenager allein. Auf gar keinen Fall. Hier würde das Chaos ausbrechen. So, du kannst dein Smartphone mal ignorieren und wirst jetzt Rufmordklage einreichen. So, ab mit dir. Ludwig Karras. Polly wird gern den Friedhof besuchen. Polly, du hast manchmal Wünsche, weißt du, Dette? Snagrivi. Chimashdura. So, und jetzt ist sie schon wieder eigentlich beschäftigungslos. Ja, aber die Beschäftigung geht dann bald wieder los, ne? Da muss doch bald schon wieder gefüttert werden. Aber irgendwas kannst du in der Zwischenzeit noch machen. Wir hatten ja ein paar Anschaffungen, aber da ist nichts zu verbessern. Fernseher und Playsee sind neu. Geh doch einfach erstmal, upsi, wir sind nicht auf Polly, die Post nehmen und kommen dann wieder rein. Wie sieht denn das bei dir aus mit sozialen Netzwerken? Da fehlt auch nicht mehr so viel. Das heißt, du kannst hinterher auch in die Bibliothek eiern, dass wir die vielleicht perfektionieren können. Freya hat ein Geschenk von Buck erhalten. Ich habe an dich gedacht und war der Meinung, dies könnte dir gefallen. Polly hat einen Brief von Terry R. Keys. Ich habe geträumt, dass wir zwei zusammenkommen. Wirst du meinen Traum wahr machen? Und Polly hat ein Geschenk von Ludwig erhalten. Der war ja gerade vor der Tür, als Freya gegangen ist.
Dann gucken wir doch erstmal kurz, was wir da für Geschenke haben. Geschenke sind ja immer wichtig. Wir haben aber hier jetzt keine freie Wand mehr, um uns Geschenke anzugucken, ne? Magischer Gelee-Bonbon-Busch. Also den würde ich tatsächlich mal ausprobieren wollen. Können wir den hier hinstellen? Oder wir bringen das irgendwo anders hin gerade. Ach, die müssten eigentlich auch nebeneinander Platz haben, ne? Ein Gelee-Bonbon-Busch. Sind das Süßigkeiten für Kinder? Also instinktiv würde ich tippen, ja. Den will ich auf jeden Fall ausprobieren. Bonbonbusch und Everglow Akademie. Oh, 770. Was hatten die Everglow Akademie dann für einen Umgebungswert? 770 ist ja auf jeden Fall schon ganz ordentlich. Umgebung 4. Ob wir da nicht ein Plätzchen für finden? Hier halten wir uns doch auch relativ häufig auf. Vielleicht einen höher, so. Nee. Oder hier? Oder hier im Treppenhaus? Nee, hier will er irgendwie nicht. Wahrscheinlich wegen der Treppe. Ich meine, ich könnte das natürlich forcieren, aber klingt irgendwie ein bisschen nach Harry Potter, ne? Everglow Akademie. Hängen wir doch das dahin. So. Die magische Everglow Akademie. Aufs Geld sind wir jetzt nicht unbedingt angewiesen und wenn es halt irgendwie reinpasst, dann. Frage mich trotzdem, ob das nicht besser da wäre. Ach so, Move Objects brauchen wir ja auch noch. Ja, aber der will nicht wirklich, ne? Ja, doch, könnten wir. Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass das Treppenhaus dann nicht mehr beidseitig nutzbar ist. Aber wieso? Sollte das so sein? An Bildern können die doch immer vorbeigehen eigentlich.
Ich häng's dahin. So, dann wollen wir auch danach Move Objects auch ganz schnell wieder ausmachen. Die magische. Oh, der Fernseher läuft. Na gut. Everglow Akademie. Keine Ahnung, was das für ein Bezug sein soll, zu welchem Film. Oder Bücher, kann ja auch sein. Spiel ist ja ein bisschen älter. So, du bist hier am Klavier spielen. Meinetwegen kannst du da dein Level auch noch machen. Polly, wir brauchen Beschäftigung für Polly. Eigentlich können wir fast anfangen zu füttern, ne? Machen wir auch. Polly, damit die Kinder abgehakt sind. Flasche geben und kuscheln. Nebakluna, Baby Nuga, Nagali. Wie sieht's hier aus? Du bist noch dabei. Du auch. Nabashuna, Nyuchubutu. Oh, Justa. Nabalashi. Kurimaka. Hey Harry, du musst vor deiner Hochzeit einen Junggesellenabschied geben. Ich glaube nicht. Und das mit der Hochzeit dauert auch noch ein bisschen, meine Jute. Denn Harry altert erst in 10 Tagen, ist jetzt also 13. Never, never. Nash Tuni. So, jetzt wird die letzte auch noch gefüttert. So, ihn hat Klavier Level 4 erreicht. Reicht dann eigentlich auch erstmal hinne. Wahnsinniger Exzentriker. Eigentlich möchte ich den. Achso, der will Forensiker werden. Das heißt, er braucht Logik und Athletik. Aber Athletik, eigentlich möchte ich Polly gleich 4 Stunden trainieren lassen. Oh, Polly hat auch nicht mehr lang, ne? Naja, 16 Tage, bis sie zur Seniorin wird. Wir könnten uns aber noch ein zweites Fitnessgerät eigentlich anschaffen, oder? Wo würden wir das hinstellen? Gegebenenfalls hier oben mit hin. Wir können ja... Machen wir auch. Und zwar... Können wir dich hier auch dahin stellen, ans Fenster? Könnten dich auch hier hinstellen. Ah, aber da soll... Oh, 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 Momentchen. Sobald die Kinder, also die Babys zu Kleinkindern werden, muss ja der Schaukelstuhl wieder irgendwo anders hin. Meine Idee war eben gerade hier eine Station zum Pumpen hinzustellen. Können wir denn theoretisch... Upsi.
Dich hier hinstellen? Ja, das würde gehen. Und ich sehe gerade, da habe ich noch was vergessen beim Färben. In welcher Farbe färben man das? Wie ist denn das da gefärbt? Machen wir auch. Das hat irgendwie so ein... Ist mir aber ein bisschen zu dunkel. In dem Fall, ja, so ist okay. Dann können wir hier den Schaukelstuhl wieder hinstellen. Und können uns hier jetzt tatsächlich ein zweites Fitnessgerät gönnen. Aber es gibt keinerlei Wunsch für ein Fitness. Wir können ihn auch einfach ins Fitnessstudio gehen lassen. Er ist zwar Stubenhocker, aber was soll das? Ab ins Fitnessstudio mit ihm. Ne, als Polizist braucht er ein bisschen Athletik. Und was war dein Wunsch? Du möchtest Chirurg werden, also Logik bei dir. Du hast Level 6, ist ausreichend erstmal. Außerdem liest du eh gerade noch dein Buch. Und Polly ist jetzt dann... Nachdem die Kinder versorgt sind, in der Situation, dass sie 4 Stunden lang trainieren kann. Und zwar im richtigen Tempo. Oder schweißfrei. Nee, mach mal schweißfrei, dass du nicht nochmal duschen musst. Was machst du denn hier? Hast du dein Buch gelesen? Ja. Du möchtest dich doch mit Marga treffen. Einladen nach. Ansonsten geht's hier gut. Ja, ja. Dann geht doch zusammen zum Winterfest. Sehr schön. Dann könnt ihr euch da vergnügen. Wo bist du? Du sitzt noch im Taxi. Du bist noch auf dem Rathaus. Oh, der nächste, der ankommen müsste, bist du. Ja, hier ist ja richtig Bambule. Da ist Abby. Aber du willst erstmal trainieren, hast sie gesagt. Wo sind denn hier? Auf der Seite sind die Herren. Toiletten, dann geh da Gewichte stemmen. Kunibi. So, bist du angekommen? Gleich. So, Harry Poff hat sich zu einem Ausflug in die Natur entschieden. Möchte ein Grußkartenfoto machen.
Snowboarden finde ich jetzt nicht so gut, aber können wir ja mal machen. So, da wirst du jetzt angesprochen. Da kommt deine Marga. Okay, gib ihr doch auch gleich mal einen Kuss danach. Freya Poff hat eine Zahlung in Höhe von 2036 Simoleons erhalten. Sie musste allerdings 569 Gerichtskosten übernehmen. Das ist schön. Du bist jetzt damit auf dem Weg in die Bibliothek, genau. Nag a flimno, So. hixa fibna, har zebni welki. Ma, Dani. Ich habe auch gecheckt, Marga gehört zu keiner Bestandsfamilie. Da müssen wir dann, wenn es soweit ist, auch nachhelfen. Nicht, dass die dann wegzieht. So, da hat er ein Küsschen. Wünscht sich jetzt eine tolle Zeit mit der Gruppe zu verbringen. Wie wäre es, wenn ihr zwei jetzt erstmal ein Grußkartenfoto zusammen macht? Dann erfüllt sich da Harrys Wunsch auch. Ihn ist dabei, hat die Grundlagen des Gebiets Athletik begriffen. Rich Wohlauf ist gestorben. Harry möchte gerne Oh, du wünschst dir, Athletik zu verbessern, kannst du dir vornehmen. Aber dein Sohn möchte Lose sammeln gerade. Dann wollen wir ihm doch diesen Wunsch erfüllen. 20 weitere Lose auch erfüllt. Das Bild brauchen wir nicht. Du würdest gern ins Kino gehen mit Marga. Das mit dem Marga-Treffen hat auch wieder nicht hingehauen. Kommt, dann schauen wir doch mal ins Kino, was da so läuft. Film mit Verabredung ansehen. Liebe und Trüffel. Das ist doch was für euch. Du, Juteste, brauchst gar nicht weiter gucken hier. Hier angeln können wir mal streichen. Das wird im Winter eh nicht passieren. Denn du kannst hier die sozialen Netzwerke noch ein Stück weit lesen. Oh, ist das nicht? Das ist Elisha, genau. So, aber wir schauen wieder. Du bist noch beim Training. Du bist beim Training. Schauen dann wieder zu Harry. Anscheinend nehmen sie das Taxi. Ich denke, ich werde bald gehen. Wir gehen jetzt erstmal ins Kino, meine Juteste. Ihn, Athletik Level 2, beginnt sich aber krank zu fühlen. Oh, da ist George. Wahrscheinlich geht er zur Arbeit gerade, ne? Samstag kann gut sein. Warum hat sich das hier Liebe und Trüffel? Wer steht da noch? Gillian Bayless. Komm rein, Marga. Ja, jetzt geht's doch rein. So, das heißt, ihr seid auch beschäftigt erstmal für, oh Gott, wie lange waren die Filmvorstellungen? 2 Stunden immer. Du bist dabei. Gucken wir doch mal zu Ihnen, wie er sich hier ein bisschen abquält und dabei von Chastity beobachtet wird. Denn ich glaube, Ihnen hat auch ein Star-Level, ne? Ja.
Freya hat 3, Polly. Oh, Freya hat mehr. Ja, das ist durch die. Ist nachts durch die Beziehungstransformator-App da passiert, als ich euch letzte Folge draußen hatte. Gib alles. Junge. Und dann, ihr Lieben, sehe ich gerade, war es das auch für diese Folge, von der ich hoffe, dass sie euch gefallen hat, euch auch das nächste Mal wieder mit dabei sein lässt, was mich sehr freuen würde. Und freuen würde mich natürlich auch, wenn ihr ein Like, einen Kommentar und gegebenenfalls ein Abo da lassen würdet. Macht's gut, euer Palzi.